Okay, so. Gehen wir mal wieder hier zurück. Rein da. So, da waren wir schon länger nicht mehr. Auf dem Plateau. Da bringt uns momentan auch nicht wirklich viel. Außer, was machen wir jetzt Schönes? Was wollte ich eigentlich jetzt Schönes machen? Ach ja, ich wollte hier nach oben, genau. Richtig, ich wollte hier nach oben. Etwas Neues hier erproben, ne? Haha. Ja. Jetzt ist nur die Frage. Hier? Aber ja, wir könnten... Was? Ein Vogel. Ne, wir machen zuvor, gehen wir mal hier kurz in den Vergnügungspark rein, weil es so schön war. Und zwar in den Hexex-Park, ja, und wir gehen in Richtung, wo war denn das jetzt? Der Bahnhof, weil ich will, dass der Zug hier auch herfahren kann. Autsch, danke. Hier war das nicht? Nee. Pommes, yay! Das sieht gut aus. Ja, genau. So, dann gehen wir da rein, weil da drinnen sollte sich der Bahnhof befinden, wenn ich mich nicht irre. Ja, genau, der Bahnhof. Ah, Schild. Schild. Schaffi entspannt sich an der Küste von Hexoland. Ja, dann komm doch her, Schaffi. Wie kann ich denn jetzt hier herholen? Die Hexenpark bitte ich für bedauernd mitteilen zu müssen, dass keine Nahrungsmittel das Gelände verlassen darf. Also. Ja, es ist interessant. Wie kriege ich den Zug jetzt hierher? Müsste einfach da hochlaufen und sagen, hallo Zug, hierher bitte. Zug? Okay. Na gut, warum sonst? Nächstes Mal weiß ich, dass dieser Zug eine etwas eigensinnige Geschichte ist. Ja, mag die prinzipiell auch. So, raus. Okay, das war also wieder mal umsonst. Das war nichts Neues. Raus hier aus dem Hexenpark. Wow, danke. Ja, ich meine, im Prinzip ist es ja nicht so. Wir haben ja das eine Level ohnehin abgeschlossen. Also wir müssen eh in das nächste Level. Und darum kann ich eigentlich, ohne mir irgendwelche negativen Gedanken machen zu müssen, kann ich jetzt weiter im Hexoland mich herumspielen und gucken, was, wie, wo, warum, weswegen und so, ne? Ja. Hui, hui, und rein da oder raus da, wie auch immer. Je nachdem, wie man zieht. So. Weil eigentlich wollte ich ja hier unten mit Kasumi aufmischen. Das nicht nur, um im Trüben zu fischen. Aha. Katsching! Genau. Bin gespannt, wo wir da jetzt hinkommen. Ja, toll. Ich kapier's nicht, natürlich. So, wo war das? Da ist das Loch. Genau, da müssen wir eigentlich hin. Manchmal fehlt mir für Humor der Sinn. Ja, nahaha, so. Immer der Tunnelbohrmaschinenspur nach. Wo kommen wir jetzt hin? Ein anderer Grabbohrtunnel. Ach, so ist das. Okay. Oh oh. Oh oh. Oje. Ich befürchte Schlimmes.
Ach, nicht er schon wieder. Nein. Klungo, Diener mit Rachegelüsten. Yay. Oh nein, nicht du schon wieder. Ja, ich hab gesagt, Klungo muss stoppen euch fünf mehr Flüsse. Von uns gibt's auch Schläge. Nein, Klungo gewinnt dieses Mal. Hast einen neuen Trank dabei. Oje. Oje, oje. Das kann jetzt schlimm enden. Ein blauer Trank. Ja, wer ist jetzt der Richtige? Klungo. Das weiß ich doch. Wow. Er schmeißt wieder mit Tränken. Weil es ist ja Klungo, der schmeißt immer mit Tränken. Huch, nee, danke. Tja, und ich weiß nicht, ich treffe durch Zufall immer den Richtigen. Alter, wie viel wären das denn? Ich merke gerade. Hahaha. Wow. Okay, also man sollte den richtigen treffen. Und ich bräuchte Honigwamm, weil ich bin wieder völlig unvorbereitet hier reinmarschiert. Ja. Oh, Klungo tot. Bär und Vogel haben armen Klungo wieder gefüttert. Das kann nicht gut für deine Gesundheit sein. Mach doch Urlaub. Nein, Herrin braucht mich hier. Klungo holt sich mehr Pflege ab. Er arbeitet am neuen Trank. Super. Na gut. Und raus in die Helle. In den hellen Lichtstrahl. Hexoland Ödland. Oh. Ich habe schon einen neuen Maulwurfshügel gesehen. Und auch einen neuen Teleportationshügel und Eier. Was will man mehr? So. Ja, 315 können wir uns schon leisten. Das ultimative Ei, du jetzt kriegst geschenkt. Eine tickende Bombe und auch noch ferngelenkt. Wie jetzt? Alter, was ist das bitte? Das ist dann alles. Wegtreten. Da bin ich ja gespannt. Durch Betätigen des 3D-Joysticks steuerst du die Bombe und lässt sie durch Drücken von B detonieren. Ah, wie cool ist das denn? Quietsch, quietsch, quietsch. Alter, wie cool ist das denn bitte? Explodieren! Oh mein Gott. Ja, es ist äußerst interessant. Noten! Gut, hoffentlich. Zwei, ist sicher einer im Böse. Ja, der rote ist egal. Stirb! Du bist auch. Ja, zumindest einer ist gut. Okay. Was kann ich hier kaputt machen? Das da? Ne. Hier kann ich gar nichts kaputt machen, habe ich das Gefühl. Ne. Okay. Ja, man muss sagen, äußerst interessante Gegend hier, nicht? Ah, den Teleporter muss ich auf jeden Fall noch aktivieren, hier. Damit wir den haben, gut. Ach ja. Ah ja, neue Schuhe. Gut, Springerschuhe. Toll. Huch. So. Gut, das wäre das nächste Level. Da kommen wir erstmal nicht ran. Aber wir gehen hier hoch. Und sehen uns mal hier um.
Da hinten, das sieht ja äußerst interessant aus. Ein kleiner süßer Tunnel. Ja, doch, kleine süße Tünnelchen sind immer recht interessant. Ah. Wow. Bitte was? Stehen Sie hier an für eine Wolkenfahrt mit dem großen Luftblasenaufzug? Wie, jetzt kann ich da jetzt runterspringen? Ah, ne. Okay. Verstehe. Aber mehr Noten. Jetzt habe ich doch eh hier in Gruntildas Reich wahrscheinlich auch schon bald alle gefunden, oder? Also hier in Hexoland meinte ich natürlich. Ah, 80, okay. Nun gut. Ja, recht viel weiter kommen wir hier eh trotzdem nicht. Oh. Aber zumindest ich habe neue Eier gefunden. Hey, ist doch toll. Ich weiß, ich habe nur noch keine praktische Verwendung für diese Eier. So, wir gehen wohin? Wir gehen wohin? Wir gehen wohin? Wir gehen, ach je, in die mystische Mulde. Damit wir das nächste Level öffnen können. Lass mich rein, lass mich rein. 20, ja, siehste, das geht gut. Juhu! Ah, das wird schon etwas mehr jetzt, okay. Nee. Da. Nee. Da. Machen wir da. Ja, genau. So, wunderbar. Na, da wollte ich es ja gar nicht hin. Ich wollte es ja hier hin, genau. Das Ding packen wir in die Ecke hier. Das Ding packen wir hier hin. Schneller muss das gehen. Ach, nicht hier. Ich meinte natürlich nicht hier. Ich meinte natürlich hier hin. Und wir haben Zeitdruck auch noch. Schön ist das. Ich liebe Action mit Zeitdruck. Hier? Hier? Nee. Dann machen wir es eben hier hin. Ist doch alles nicht so schwierig. So, das machen wir da. Das machen wir da. Da? Genau. Das ist ein Randstück. Stellt euch vor, man könnte die Dinge jetzt auch noch drehen. Dann wäre das ein richtiger Spaß. Achso, nee, das ist ein Eckstück. Tja, und das Ding noch. Das Ding noch meinte ich natürlich. Komm. Fropf, weiter. Er hat passlos Aufgabe 5 gelöst. Wir werden ihn bewegweisen, ja. So, schön toll, ne? Haha. Siehe die Macht des gewaltigen Passelo. Ah, jetzt macht er wirklich die Tür im Ödland auf. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ich hätte jetzt eigentlich etwas anderes gemeint. Aber naja. Der hatte definitiv schlechte Zähne. Ja, ich könnte das nächste Level auch schon aufmachen, aber das machen wir natürlich nicht. So! Was steht eigentlich auf diesen ganzen Schildern? Wenn das Glück im Lacht werden hier die Puzzle-Geheimnisse. Ah ja, okay. Huch. Wenn das Glück im Lacht werden hier die Puzzle-Geheimnisse geschrieben stehen. Ja, das ist schön. Das gucken wir uns mal alle Schilder an. Hallo? Vielleicht haben wir eins schon aktiviert. Könnte ja sein. Nee, natürlich nicht. Das auch nicht. Hier? Nee. Du olles Ding. Ich will doch nur hier Geheimnisse lesen. Hallo? Okay. Ja, nun gut. Der große Passlo hat gesprochen. Ja, dann werden wir jetzt aber dennoch hier mal die alten Welten durchforsten. Um einfach mal zu sehen, ob wir hier irgendwelche tollen Sachen noch finden können.
Wie hier zum Beispiel Federn. Yay. Das ist das Maulwurfsdingens? Nee. Jetzt gucken wir mal. Gesamtübersicht. So. Hexoland, okay. Ja. Ist klar. Da haben wir alles. Level 1, alles gefunden. Sehr schön, so gefällt mir das. Level 2, Klunkerkluftminen. Fehlen uns noch 3 Puzzleteile, eine Cheeto-Seite. Ja, das war's eigentlich. Ja, das machen wir. Gehen wir in die Klunkerkluftmine. Da waren wir eh schon so lange nicht mehr. Hey! Und rein. Rein, habe ich gesagt. Danke. Plateau wäre es dann, ja.